Jo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich mal ein kleines Special-Video für euch am Start und dann würde ich sagen, lasst euch einfach mal überraschen. Wie ihr eigentlich wissen solltet, hat eine Karte in FIFA 15 Ultimate Team 6 Stats und die werden wir heute genau unter die Lupe nehmen. Zu jedem Wert habe ich natürlich einen kleinen Clip für euch am Start und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Tempo. Tempo ist natürlich das A und O in FIFA und deswegen schauen wir uns gleich mal den Clip an. Anhand dieses Beispielclips können wir sehen, dass Tempo einfach sehr wichtig ist in FIFA. Dieser Spieler rennt mit einem unfassbaren Tempo, er rennt schneller als Usain Bolt und die Kamera kommt dem Spieler fast nicht mehr hinterher und deswegen ist Tempo einfach ein einzigartiger und sehr wichtiger Wert in FIFA. Der nächste Wert lautet Dribbling und Dribbling ist vor allem bei den Offensivspielern ein herausragender und wichtiger Wert. Den Spieler, den ihr nachher im Beispielvideo betrachten könnt, ist einer der besten, ja vielleicht sogar der allerbeste Dribbler dieses Planeten. Man kann erkennen, dass dieser Spieler ein herausragendes Dribbling an den Tag legt. Seine Dribbelkünste sind einfach wie von einer anderen. Er ist immer am Ball, er lässt sich den Ball nicht von den Füßen nehmen und kann sich dadurch auch an jedem, ja wirklich an jedem Spieler vorbei dribbeln. Schuss. So lautet der nächste Wert, den wir heute betrachten werden und diesmal habe ich sogar zwei Beispielvideos für euch parat. Die Schusstechnik, die dieser Spieler anwendet, ist einfach eine Klasse für sich. Ich habe sogar im Verdacht, dass dieser Spieler diese Schusstechnik selbst erfunden und entwickelt hat. Nachdem Sie diese Schusstechnik gesehen haben, denken Sie wahrscheinlich, es kann nicht mehr besser werden. Doch dieser Clip beweist das Gegenteil. Der Spieler läuft mit einem sehr attraktiven Stil an, somit ist es auch etwas fürs Auge. Und der Spieler läuft einfach an und der Tormann hält den Ball dann mit sehr, sehr viel Glück. Nur ein ausgebildeter und gut trainierter Tormann, der dann auch noch Glück hat, kann so einen Ball parieren. Die nächste Fertigkeit dieses Spielers lautet Defending. Dieser Spieler hat einfach das Auge für die richtige Situation, aber ich will nicht zu viel verraten. Sehen Sie selbst. Wie Sie hier sehen können, hat der Spieler in der richtigen Situation genau das richtige Gespür und tut genau das, was man in solch einer Situation tun kann. Er täuscht den Spieler, er täuscht den Angreifer durch eine ungewöhnliche Körperbewegung. Somit ist der Stürmer verwirrt und verliert den Ball. Demnächst in der nächsten Situation, das könnte man so erwarten, der Spieler hat einfach weitergedacht. Er ist einfach kein normaler Verteidiger. Er weiß, wann er was tun muss. Er nimmt sich ein Beispiel an Jerome Boateng und das ist genau richtig so. Um einen guten und genauen Pass spielen zu können, braucht man Stärke, man braucht Intelligenz und Übersicht. Der Spieler im Beispielvideo weist genau diese drei Punkte auf. Er weist genau alle Merkmale eines zentralen Mittelfeldspielers mit Klasse auf. Der Spieler spielt einen überragenden Pass auf seinen Mitspieler und der Mitspieler zeigt vollsten Respekt und kniet sich sogar vor dem Spieler hin und betet ihn dann auch noch an. Unglaubliche Szene, die sich hier abspielen. Sowas habe ich sowieso noch nie gesehen. Der Spieler spielt den Pass einfach mit einer unglaublichen Klasse und der Mitspieler hat sogar den Respekt und zeigt ihm das, indem er ihn anbetet. Die letzte Fertigkeit, die wir heute betrachten werden, ist die Physis. Jeder Spieler braucht Physis, um sich gegen andere Spieler durchsetzen zu können. Und so hat es auch unser Spieler drauf. Er kann sich gegen andere Spieler durchsetzen und das sehen Sie jetzt selbst. Der Spieler kann den Ball mit seiner Robustheit und mit seiner ganzen Stärke abdecken und bekommt dann auch ein Foul zugesprochen. Danach steckt er dann sogar noch einen sehr harten Schuss des Gegenspielers ein, also sowas kann wirklich nicht jeder und somit beweist der Spieler, dass er eine unglaubliche und einzigartige Physis hat. Anhand dieser Videobeweise konnte der Spieler beweisen, dass er nun bereit für FIFA 15 Ultimate Team ist. So Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Special-Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe da locker 2 bis 3 Stunden Editing reingesetzt und deshalb würde mich ein Daumen nach oben umso mehr freuen und natürlich auch unterstützen. Und falls ihr das Ganze auch mit einem Torwart sehen wollt, sozusagen mit einer Torwartkarte als Torwart-Special das Ganze, dann lasst auch einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall das auch in die Kommentare, damit ich das eben sehen kann. Und dann werde ich das auch noch organisieren und dann würde ich sagen, was ist jetzt wirklich mit dem Video. Und ich bedanke mich wirklich recht herzlich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.